Guten Tag miteinander und willkommen zu einem weiteren Temu Haul. Es ist mal wieder ein Päckchen gekommen. Ich würde sagen, wir gehen runter auf den Tisch, weil, ich weiß nicht, vielleicht sieht man es hinter mir. Da sind nochmal zwei Päckchen da. Das heißt, ihr werdet halt nochmal zwei Videos aufnehmen. Ihr werdet nicht alles in einem Video auspacken, weil ihr müsst ja bisschen, oder ich muss euch ein bisschen auf Spannung halten. Also, wir gehen runter auf den Tisch und dann gucken wir mal, was aus diesem Paket hier rauskommt. So, reicht mal auf. Weil momentan einfach zu viel bestellen bei Temu. Habe ich jetzt inzwischen tatsächlich selber den Überblick verloren, was sie denn alles bestellt haben. Aber so wie es aussieht, kommt da tatsächlich meist jetzt von mir raus. Bis auf das da, Hanna. So, dann gehe ich jetzt aber auch direkt nur auf die Temu-Seite, dass ich euch sagen kann, was sie bestellt haben und was sie dafür gezahlt haben, weil ich glaube, das ist nicht ganz so uninteressant. Also, zuerst habe ich bestellt ein weiteres T-Shirt für mich. Wie man sieht, habe ich jetzt schon von der letzten Bestellung das T-Shirt an. Das hat super dünner Stoff, sehr angenehm zum Tragen. Fällt mir schon mal echt richtig gut. Und jetzt habe ich nochmal ein neues T-Shirt bestellt. Das hat auch echt so ein richtig feiner, dünner Stoff. Also, es sieht auch gut aus, fühlt sich gut an. Da bin ich mal gespannt, wie die Teile halt dann nachher nach dem Waschen aus der Waschmaschine rauskommen. Bezahlt habe ich für dieses T-Shirt ganze 4,49 €. Das ist echt nicht viel Geld für ein T-Shirt. Für so modernes T-Shirt. So, dann habe ich bestellt, einfach weil es günstig war, für meine Mädels hinter mir ein Tanga und ein Oberteil. Das soll aber wohl ein Valentinstag BH und Höschen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das auch als Badeanzug verwendbar wäre. Hat 2,79 € gekostet. Und ich glaube, wahrscheinlich habe ich den Mindestbestellwert vollkriegen müssen. Dann habe ich das mitbestellt. Gucke ich gerade mal. Ja, 15,17 € habe ich gesamt bezahlt für die ganze Bestellung. Dann habe ich das einfach dazu bestellt, um den Mindestbestellwert voll zu kriegen. Werde ich auf jeden Fall auch irgendwann mal meine Mädels hinter mir anziehen. Aber der Grund, warum ich eigentlich überhaupt bestellt habe, war das hier. Also, ja, Temu ist, also das Einkaufserlebnis hat schon ein bisschen was mit Zocker zu tun, sage ich jetzt einfach mal. Die machen immer wieder so Angebote, wo halt echt nur ganz kurzer Zeitraum günstig ist. Und sowas kostet normalerweise, ich mach's gerade mal auf, was es jetzt aktuell kostet. Jetzt aktuell, wenn ich es bestellen würde, im Flash Sale, also schon günstig, 11,39 €. Ich hab dafür bezahlt 7,89 €, 89. So. Und das ist mehr oder weniger eigentlich ein Jogginganzug. Das ist jetzt ein T-Shirt. Das hat jetzt sogar, ja, bisschen ein dickerer Stoff, aber immer noch sehr dünn. Also denkt man, immer noch sehr angenehm zum Tragen.
Und da ist dabei noch eine Hose. Beutestürmer, also so ein Sommer-Jogging-Anzug, sage ich jetzt einfach mal, ich weiß nicht, wie man dazu eigentlich sagt. Zweiteiliger modischer Anzug. Modisches Farbblock. Und King Print T-Shirt für Herren. Also, da würde ich jetzt einfach mal sagen, da kann man echt nichts sagen. Für wieder mal 8 Euro T-Shirt mit Hose, dann für 4,49 Euro ein weiteres T-Shirt und für gerade mal 2 Euro, gerade mal für 2,79 Euro dann. Das damals nicht, was sie auspackt haben. Ich glaube, da kann man viel falsch machen. Also auf Temu kann man super günstig einkaufen, aber man muss ein bisschen aufpassen. In die Falle bin ich jetzt schon ein paar Mal reingeraten. Dann haben die immer wieder so ein Angebot, so ein echt richtig, richtig gutes Angebot, aber nur ein kurzer Zeitraum. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich relativ häufig bestelle. Somit bestellt man manchmal halt auch Sachen, die braucht man nicht wirklich. Weil dann kriegst du irgendwas so super günstig, dann musst du aber den Mindestbestellwert von 15 Euro vollkriegen und dann bestellst du halt nochmal irgendwas mit, was du eigentlich gar nicht brauchst. Bloß, dass du das günstige Produkt ergattern kannst. Also, ich glaube, da bei Temu, da hocken schon ein paar Psychologe, wo die Webseite designet. Wo genau wisset, wann man wie irgendwas, wen zum Kauf triggern kann. Das machen die echt richtig gut, aber bis jetzt bereue ich mal noch nichts. Ich habe, glaube ich, echt immer super günstig eingekauft. Und wenn ich es halt einfach vergleiche, wenn ich das hier bei uns Amazon kaufen würde, ich glaube, da hätte ich für den Jogginganzug allein bestimmt 15 Euro zahlt. Mindestens. Ich habe aber auf Amazon echt noch gar nicht geguckt. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich da wahrscheinlich eher schon bei 20 Euro gelegen wäre. Und somit habe ich jetzt ein T-Shirt und so ein Ding nochmal kostenlos für die Mädels kriegt. Unterm Strich bin ich der Meinung, ich bin trotzdem günstiger wegkommen. Also, kurzes Video. Morgen, übermorgen kommt dann nochmal ein Video, weil es sind ja nochmal zwei Päckle gekommen. Also, wir sehen uns. Tschüss!